Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ich glaube, da drüben sind wir das erste Mal reingekommen. Thomas, ja. Ich kann mich genau erinnern, es war Dezember 2012, dunkle Fackeln und unser Kickoff. Ich war schon bei Porsche eine Weile an Bord. Für dich waren so die ersten Berührungspunkte mit Porsche. Alles war anders, ja. Es war ja wirklich kurz nach der Entscheidung vom Vorstand, dass man wieder zurückkommt. Und dann einfach mal sehen, was wirklich vorhanden ist. Das heißt jetzt Infrastruktur, Leute, Reglement. Es gab eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Die besondere Herausforderung, so wie ich dich mal verstanden habe, war einmal in deinem Leben verantwortlich zu sein für ein Gesamtfahrzeug. Das war der Traum. Mit allem drum und dran. Absolut. Das war der Traum. Der Traum war einfach, für ein gesamtes Auto verantwortlich sein. Und dass das noch bei Porsche sein kann, das war natürlich das Sahnehäubchen. Ja, für mich war wichtig, dass wir einfach ein Zeichen setzen. Ein Zeichen setzen, wo wir uns differenzieren. Und da war mir klar, das muss der Kickoff sein. Beim Kickoff muss jedem bewusst sein, jetzt wird's anders. Wir begrüßen unseren Chef mit einem Applaus, Herr Matthias Müller. Also, ich finde es ganz toll, dass Sie sich heute in diesen Wagenhallen treffen, um dieses Kickoff für die vor uns liegenden Monate zu feiern. Und ich bin absolut sicher, dass wir dann in Le Mans den 17. Sieg einfahren und dann machen wir eine richtige Sause. Weißt du noch, was Dr. Porsche zu dir gesagt hat an dem Tag? Oder? Ja, beim Verabschieden hat er nur gesagt, willkommen bei Porsche. Das kann ich mich noch erinnern. In seiner freundlichen Art, also war schon, also nach dem Stundengespräch, muss ich sagen, war schon einer meiner Highlights. Jetzt taucht ihr eigentlich in der Regel zu dritt auf. Das heißt, der Alex Hitzinger und der Andreas Seidel sind permanent bei dir an der Seite zu finden. Alex Hitzinger, als technischer Direktor, habe ich mich kennengelernt und einfach das Gefühl gehabt, ist der Richtige. Beim Andreas Seidel, den kannte ich von München, bei dem war klar, wenn ich mich verändere, dass er irgendwann nachkommt nach Stuttgart. Und so fand ich die zwei. Sagen wir, den Endurance-Sport habe ich wirklich erst kennengelernt, nach dem Ausstieg von BMW aus der Formel 1. Ich glaube, jeder, der einmal erlebt hat, diese 24 Stunden, diesen Sonnenaufgang in Le Mans am Sonntagmorgen erlebt hat und seine Einsatzfahrzeuge noch fahren, weiß, welche Faszination von diesem Rennen auf ein Einsatzteam ausgeht. Also ich habe schon immer Motorsport gemacht, seit dem Studium. Ich war vorher bei Red Bull und davor nochmal bei Cosworth. Das heißt, ich war sehr lange in England. Ich wollte schon immer ein Projekt im Top-Level-Motorsport wirklich von Null auf aufbauen. Und wie sich dann die Gelegenheit ergeben hat, das bei Porsche zu machen, also das heißt mit einer Firma, mit dem Prestige, das war natürlich das ultimative Projekt für mich. Den Fritz Enzing habe ich damals noch gar nicht gekannt. Wir haben uns sofort von Anfang an sehr gut verstanden. Ich habe in dem Projekt wirklich die Möglichkeit gekriegt, mit einem weißen Blatt Papier und auf einer grünen Wiese zu beginnen. Aber im Kopf war eigentlich klar das Konzept, da war klar die Struktur, also beziehungsweise die Personalstruktur. Ich wusste, was wir von der Infrastruktur, was benötigt wird. Aber so begann es. Ersten Tag, glaube ich, habe als erstes halt mich angemeldet, meinen Ausweis geholt, mein Firmenauto geholt, das eine nicht besonders schöne Farbe hatte. Das war mal die erste Überraschung. Welche Farbe war das? Schokoladenbraun. Okay. Was mir sofort aufgefallen ist, gleich am ersten Tag oder in den ersten Tagen, es ist, dass die Leute, die bei Porsche arbeiten, extrem stolz sind, bei Porsche zu arbeiten. Und das habe ich mal sehr positiv empfunden, weil ich mir dachte, okay, die Kultur ist sehr, sehr gut. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum der Entwicklungsvorstand aus deiner Sicht entschieden hat, zu sagen, das Motorsportprojekt, obwohl es schwierig ist, muss im Rahmen der Infrastruktur des Entwicklungszentrums stattfinden? Ich denke schon, dass das ein Grund dafür war, es im Entwicklungszentrum zu machen. Wenn man das Motorsportprojekt als Teil der Entwicklung hat, dann kann man natürlich auch gewisse Synergien schaffen.
Ich glaube, die Kunst war einfach, dass wir gemeinsam mit all den neuen Leuten, die wir an Bord geholt haben, einen Weg definiert haben, den Porsche-Weg. Weil es gab natürlich viele unterschiedliche Erfahrungen, sowohl hier bei Porsche, aber auch die Erfahrungen, die Leute mitgebracht haben, die von außen dazu gestoßen sind. Das Konzept hat sich Stück für Stück entwickelt und zwar parallel zur Entwicklung des Reglements. Erst wenn man das Reglement kennt, kennt man auch die unterschiedlichen Vor- und Nachteile und kann dann den richtigen Kompromiss suchen, weil ein Konzept ist immer ein gewisser Kompromiss. Wichtig war einfach bei den einzelnen Konzeptentscheidungen, welchen Weg wir gehen. Gehen wir einen, der irgendwo in Richtung geht Beständigkeit und Standfestigkeit, oder gehen wir den Weg, der aggressiver ist und der Vorteil ist, dass man natürlich schneller vorne mit dabei ist. Es war klar, dass es ein Hybridfahrzeug wird und dass das Hybridsystem in gewisser Weise das Herz des Fahrzeugs war. Das haben wir auch von Anfang an so definiert, das heißt, sind gewisse Risiken eingegangen, in teilweise sogar sehr, sehr große Risiken. Das heißt, wenn man wirklich kompromisslos auf maximale Performance gehen will, dann muss man genau diesen Weg gehen. Ein Hybrid-Auto entwickeln und die maximalen Rundenzeiten-Performance, der durch das Hybrid-System gegeben sein wird, mitzunehmen. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich das innovativste, komplexeste Rennfahrzeug ist jetzt im globalen Motorsport. Einfach weil Technologien in dem Auto sind, wie zum Beispiel der Vierzylinder-Turbomotor, die Abgasenergie-Rückgewinnung, die sehr leistungsfähige Lithium-Ionen-Batterie, sehr viel Antriebsleistung auf der Vorderachse, sprich Allradantrieb. Das sind alles Technologien, die wir im Prinzip ganz neu entwickelt haben, die man hauptsächlich nur bei uns findet. Von daher bedeutet das, es ist ein Fahrzeug, das sehr viele komplette Neuentwicklungen hat und generell sehr, sehr komplex ist. Wir verwenden ja zwei Energierückgewinnungssysteme, einmal mit der kinetischen Energie, das ist ja bereits bekannt aus der Formel 1, aber Abgasenergie war völlig neu und von dem her sind wir der einzige Hersteller von den vier, die in der WEC sind, die das verwenden. Also das heißt, die WEC ist auch die einzige Rennserie, die zwei Energierückgewinnungssysteme verwendet. Richtig, das ist technologisch wirklich auf höchstem Niveau. Würdest du sagen, dass der LMP komplexer ist als ein Formel-1-Fahrzeug? Er ist deshalb komplexer, weil er einfach deutlich mehr Freiheiten hat. Und sobald der Ingenieur mehr Freiheiten hat, geht er noch mehr an die Limits ran. Und außerdem einfach die Streckendistanzen deutlich größer sind, 6 Stunden Rennen beziehungsweise Le Mans 24 Stunden. Wenn man den Vergleich nimmt, die Distanz vor einem 24-Stunden Rennen ist ungefähr die gesamte Saison von der Formel 1. Also man legt in Le Mans ca. 5300 Kilometer zurück. Bei den 19 Rennen, die die Formel 1 derzeit hat, auch 300 Kilometer, ist das fast das Gleiche. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Der 12. Juni 2013, das war sicher unbeschreiblich. Das Team hat sich formiert. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon mehr als 150 Leute. Wir sind in das neue Gebäude gezogen. Mein Ziel war immer ein Gebäude, wo das Gesamtfahrzeug entsteht. Einfach, dass innerhalb der Struktur von den Ingenieuren keine Fraktionen entstehen. Und dass sich das Auto dann am Skidbed in Weissach wirklich das erste Mal vorwärts bewegt hat. Fahren war das nur weniger. Man hat auch gesehen, dass die Zuständigkeiten noch nicht definiert waren. Das war schon recht abenteuerlich. Also wir sind hier oben wirklich die allerersten Meter mit unserem Fahrzeug gefahren. Nach Monaten der Vorbereitung, nach Monaten des Personalaufbaus, Aufbau der Infrastrukturen, wir haben zum ersten Mal natürlich dieses komplexe Fahrzeug in Betrieb nehmen müssen, weil wir natürlich vorab in der Werkstatt wirklich nur den Motorstart durchgeführt haben und das Getriebe zum ersten Mal durchgeschaltet haben. Also wir haben wirklich einige Tage hier oben gebraucht, bis wir einigermaßen geradeaus fahren haben können mit dem Fahrzeug.
dass das Fahrzeug oder die Mannschaft, die da am 12. Juni den Rollout betrieb, zwei Jahre später Le Mans gewinnt, war da wirklich nicht abzusehen noch. Wir hatten ein Problem mit der Abtriebswelle zwischen Motor und Getriebe, die uns mehrmals kaputt gegangen ist bei den ersten Motorstarts. Es hat schon ein paar Tage gedauert, bis wir dann mal wirklich solide und sicher hier Runden fahren haben können. Wer ist damals gefahren? Timo war am Steuer. War für uns natürlich wichtig, dass wir einen Piloten im Auto gehabt haben, der Erfahrung hatte bereits mit LMP1-Fahrzeugen. Timo hat sich das Ganze mit Sicherheit auch besser vorgestellt. Man hat an seinen Gesichtsauszügen schon erkennen können, dass es am Anfang ziemlich ernüchternd war für ihn. Wir haben sehr viel elektromagnetische Einstreuungen, die uns das Leben schwer machen. Das kann man alles so nicht wirklich am Prüfstand im Verbund komplett simulieren. Wir haben zusätzlich auch noch das Problem gehabt mit unserer ersten Motorspezifikation, dass wir wirklich sehr hohe Vibrationen im Fahrzeug hatten, was natürlich vor allem für den Fahrer im Auto sehr, sehr störend war. Ich glaube schon, dass da unsere Fahrer oder auch der Team am Anfang nicht immer sicher waren, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Klar, die Ingenieure und die Designer und die Mechaniker haben einen riesen Einfluss an dem Auto, aber auch der Fahrer hat einen erheblichen Einfluss, weil wir Fahrer müssen natürlich den Ingenieuren das vermitteln, was wir im Auto fühlen, und im Endeffekt muss alles stimmen und die Zusammenarbeit, das Teamwork ist ganz, ganz wichtig, und das merke ich jetzt schon, auch mit dem jungen Team, dass man da einen besonderen Spirit hat. Das war eine sehr frustrierende Phase, diese 5 Monate, die es wirklich gedauert hat, vom Rollout bis zu dem besagten Test. Beim Rollout war es eigentlich für mich, und ich war da am Anfang relativ alleine, ja, der das so gesehen hat, dass wir dieses Problem der Schwingungen nur lösen werden, indem man eine große Motoränderung macht. Was wir geändert haben, war im Prinzip die Zündfolge vom Motor, das heißt neue Kurbelwelle, neue Nockenwellen, neuer Gasaustausch und so weiter. Es hat dann auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit von mir gebraucht, um die Leute alle, sage ich mal, dahinter zu vereinen, hinter dieser Entscheidung. Und wie dann der Motorenspec eingeführt wurde und dann dieses Aha-Erlebnis. Plötzlich ging's. Plötzlich hat der Fahrer das Fahrverhalten des Autos gespürt. Plötzlich sind keine Teile mehr kaputt gegangen. Konnte man mal 5, 6, 7, 800 Kilometer am Stück fahren. Das war dieser Turning Point. Wirklich dieser Wendepunkt fürs gesamte Projekt. Plötzlich hat die gesagt, ja, okay, jetzt geht's los. Weil erst dann hat im Prinzip die Entwicklung vom Fahrzeug begonnen. Welche Rolle spielen die Fahrer für dich in deiner Arbeit? Der Fahrer hat für mich spielt zwei Rollen. Zum einen ist er ein Teil vom Performance-Paket. Wir stecken extrem viel Aufwand in die Entwicklung vom Fahrzeug, um die Performance zu maximieren. Und der Fahrer an sich ist natürlich ein Teil davon. Die zweite Rolle ist, dass der Fahrer hilft, das Fahrzeug weiterzuentwickeln. Und dafür ist einfach ein konstruktiver Feedback sehr wichtig. Die Auswahl des Fahrers
Carlo, das ist natürlich gerade in einem neuen Projekt eine sehr spannende Geschichte. Und am Schluss der Fahrerkader ist ein wesentlicher Bestandteil, der entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Bei uns war es so, mit Romain und Timo hatten wir das Glück, dass wir sehr erfahrene Sportwagenpiloten bereits im Porsche-Kader hatten, im GT-Kader. Als nächstes kommt dann dazu Niliani, der uns einfach aufgefallen ist durch seine hervorragenden Leistungen im Rebellion, in der privaten LMP1-Klasse in Le Mans. Auch er war einfach als Typ passend, hat auch einen sehr starken Charakter, aber es war auch klar, dass er perfekt zu uns passt, zu Porsche. Marc Webber war auch ziemlich früh klar, direkt nach dem Entscheid in 2011, dass wir zurückkehren nach Le Mans. Er ist schnell. War auch klar, dass er ein super Typ ist. Fritz Enzig und ich kannten ihn noch aus der Zusammenarbeit während unserer BMW-Zeit. Somit waren vier Fahrer klar. Als nächstes haben wir dann Marc Lieb nochmal eine Testmöglichkeit gegeben in Paul Ricard. Er galt als einer der schnellsten im GT-Kader. Er war natürlich auch ein langjähriger Porsche-Fahrer und somit ein perfekter Kandidat. Beim Fahrer Nummer 6 haben wir uns etwas mehr Zeit gelassen. Wir haben uns natürlich intensiv mit den unterschiedlichen Rennserien beschäftigt und haben dort wirklich im Detail Analysen betrieben, um die entsprechenden, sagen wir mal, Talente zu finden. Am Schluss war es aber so, es gab einen Brandon Hartley, der sich wirklich aus eigenem Antrieb per Mail bei mir beworben hat. Eigentlich analog an einem Mechaniker oder einem Ingenieur, der einfach einen Lebenslauf geschickt hat und einfach gebeten hat darum, dass er eine Testmöglichkeit bekommt, weil er glaubt, er ist der richtige Mann für dieses Team und für dieses Projekt. Beim Brandon war mit Sicherheit auch die Simulatorerfahrung interessant, aber das Wichtigste ist eigentlich das Commitment zu diesem Projekt. Zielstrebigkeit, Konsequenz. Natürlich ist es wichtig, dass die Jungs auch im Team funktionieren, dass sie Teamplayer sind, dass sie auch verstehen, was es bedeutet, im Endurance Racing zusammen mit zwei anderen Piloten unterwegs zu sein. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung im Vergleich zu den klassischen Formelpiloten, die halt wirklich gewohnt sind, dass der ganze Fokus des Teams nur auf einem Piloten liegt. Die schwierigste Phase im Projekt war ganz klar die Phase des Aufbaus und die Phase der Tests bis zum ersten Renneinsatz. Wir haben uns natürlich von Test zu Test verbessert. Gleichzeitig ist es aber so, dass man wirklich zum Test geht. Man hat 10 Punkte auf der Liste, die man verbessern will, aufgrund der Ergebnisse beim vorherigen Test. Gleichzeitig sammelt man aber die nächsten 10 neuen Probleme ein. Somit hat man wirklich über diese ganze Testphase, Juni 2013 bis zum ersten Rennen im April 2014, keinerlei Erfolgserlebnisse machen, sodass es wirklich sehr, sehr schwer ist, gerade in dieser Zeit die Moral des Teams oben zu halten. Und dort hat man ganz klar natürlich auch einige dramatische Tests, wo wir wirklich große Rückschläge erfahren haben, die wir vorzeitig abbrechen mussten. Gleichzeitig haben wir aber als Team nie wirklich das Ziel vor Augen verloren. Wir haben immer dieses erste Rennen in Silverstone vor Augen gehabt und haben uns, glaube ich, da in Summe sehr, sehr gut durchgekämpft. Welcome to Geneva and welcome to Porsche. Also Genf war schon ganz was Besonderes. Einfach das erste Mal wirklich in der Öffentlichkeit. The fact that we choose a major motor show to launch our new motorsport campaign shows you just how important it is to us. Das Auto präsentieren, dann auf einer A-Messe, dann war das wirklich das Highlight von Porsche in der Messe mit den anderen Herstellern und einfach auch die Resonanz sehen, wie wird es sein, wie wird das Auto, was wird danach passieren. Also war ein großer Moment. It is the car that takes Porsche back to endurance racing and Le Mans at the top level, back where we belong. Für uns war Genf, sagen wir, auch der Startschuss in der Öffentlichkeit einfach für unsere Mission 2014. Ich glaube, es war ein sensationelles Bekenntnis wieder von Porsche für dieses Projekt, weil ich glaube, es ist nicht normal, dass man einen 919 Hybrid als Hauptauto auf einer A-Messe präsentiert. Gleichzeitig hat man dort natürlich dann aber auch gespürt, dass ein entsprechender Druck auf diesem Projekt lastet und auf uns allen, auch im ersten Jahr schon abzuliefern. With these cars and these drivers, we hope we can make history again.
Dann ging es weiter nach Paul Ricard. Das erste Mal das Fahrzeug auf der Strecke mit dem Wettbewerb. War das so wie erwartet? Prolog, Paul Ricard, war Aufregung pur. Und das war dann wirklich das erste Mal, wo wir mit den Herstellern, mit den Konkurrenten auf einer Strecke waren. Ich glaube einfach auch die Möglichkeit, dass man sich nicht blamiert, dass die Abläufe funktionieren. Die Anspannung war enorm. Man hat es gemerkt, vom Mechaniker bis zum Ingenieur, aber genauso auch beim Management, Anspannung extrem. Das heißt Feuertaufe fürs Team? Absolute Feuertaufe in der Öffentlichkeit, lief gut. Und das war dann auch Sicherheit und ich muss sagen, einfach die Tage darauf waren dann einfach schon deutlich besser. Silverstone 2014, glaube ich, haben wir uns insgesamt sehr, sehr gut geschlagen. Es war kein einfaches Rennen. Es gab wechselnde Bedingungen, was natürlich eine zusätzliche Herausforderung für unsere Fahrer, aber auch für die Renningenieure mit sich brachte. Wir hatten leider am Fahrzeug 14 ziemlich früh einen Ausfall. Wir wussten aus den Tests vorher, dass wir nicht 100% sicher waren bezüglich Haltbarkeit. Für mich war es sehr wichtig zu sehen in Silverstone, dass wir nicht zu weit weg sind, was die Performance angeht. Es war eigentlich klar, dass wir dort nicht konkurrenzfähig sein werden. Aber wenn wir dort 1,5, 2 oder noch mehr Sekunden hinter der Konkurrenz gewesen wären, dann wäre das sicherlich ein Rückschlag gewesen. Umso erfreulicher war natürlich die erste Podiumsplatzierung, der dritte Platz vom Fahrzeug Nummer 20 direkt im ersten Rennen, was einfach für uns alle eine super Belohnung war für die harte Arbeit in all den Monaten zuvor. Natürlich war das Ergebnis auch ein riesen Motivationsboost für die ganze Mannschaft. Ja, das war ein sehr, sehr wichtiges Rennen für uns. Le Mans 2014 war alles anders. Einfach die Vorbereitung. Einmal war Spa, das Rennen davor, wo wir das erste Mal Pole Position erreichten. Wir wussten einfach, das Auto ist schnell, aber wird sehr standhaft sein. Und einfach die Zeit dann davor, zu Le Mans hin, die ganze Logistik, die Leute, einfach auch die Anspannung, die technische Abnahme, da waren so viele Momente, die da aufregend waren, bis es dann wirklich hinging, bis wir das Auto das erste Mal bewegt haben. Erinnere dich nochmal zurück an Le Mans 2014. Die Autos stehen auf dem Starting Grid. Alle Vorstände sind da. Wir hatten, glaube ich, über 700 geladene Gäste und 240.000 Zuschauer. Also Anspannung, Le Mans 2014 war unerträglich. Einfach die Stunden davor, das wurde immer schlimmer. Also bei mir persönlich einfach die Anspannung, genau wie du sagst, die Erwartungshaltung war enorm. Wir wussten schon, dass das Auto schnell ist, aber das Auto, die Standfestigkeit, die war einfach noch nicht da. Das war unser drittes Rennen. Die Monate hin zu Le Mans waren einfach dominiert von der Vorbereitung. Und als es dann losging und das Auto mit dabei war, also das war schon ein ganz besonderer Moment. Wir sind mit beiden Fahrzeugen in den ersten beiden Startreihen gestanden, was ein Highlight war natürlich für unser erstes Le Mans-Wochenende. Dann gingen wir ins Rennen und wir hatten dann ein paar Probleme relativ
früh. Aber plötzlich lief's. Wir hatten keine Probleme mehr. Nur Reifenwechsel, Tanken, Fahrerwechsel. Es ging und ging und ging. Intern muss ich sagen, war die Erwartungshaltung eher, sagen wir, eher gedämpft, weil wir es wirklich nie im Vorfeld schafften bei den Ausdauertests, bei den 30-Stunden-Tests, dass wir wirklich am Stück durchgefahren sind. Es war mir wichtig, dass wir zeigen, dass das Auto von der Performance her dort ist, wo die Konkurrenz steht. Aus dem Grund war das Qualifying sehr wichtig. Die ersten Leute haben dann so ungefähr 6 bis 8 Stunden vor Rennende haben schon hochgerechnet, ja, wenn es jetzt so weitergeht, dann enden wir da und da, Podium und so weiter. Zu dieser Zeit habe ich immer noch gesagt, will nichts davon hören. Und dann war es ungefähr 2 Stunden vor Rennende. Und dann habe ich mich dabei ertappt, auch schon in diese Denkweise zu verfahren. Diese 2 Stunden fahren wir jetzt auch noch nach Hause. Und dann, bang, Problem. Viertelstunde später, bang, nächstes Problem, beide Autos draußen. Und das war wirklich extrem enttäuschend. Wirklich absolut niederschlagend. Beide Autos in so kurzer Zeit und so kurz vor Schluss zu verlieren. Es war uns dann sehr wichtig zu zeigen, dass ein Auto durchfährt, weil im Endeffekt unser Ziel war, dass wir in Le Mans in 14 zeigen, dass das Auto schnell ist und dass wir zumindest mit einem Auto durchfahren. Ich glaube, wir waren alle realistisch genug zu wissen, dass uns dies nur mit Reparaturen gelingen wird. Das Auto wurde zurück in die Box geschoben und dann war wirklich, glaube ich, sensationell, wie beide K-Crews dann zusammen dieses Auto in Rekordzeit wieder repariert hatten. Es war ein absoluter besonderer Moment, einfach daher, dass der gesamte Porsche-Vorstand in die Box kam. Alle waren da. Wir haben von allen Zuspruch bekommen, es war einfach eine tolle Leistung. Die Resonanz extern war genauso einfach. Es war Lob drüber, unser erster Auftritt, in der Lage sein, nach 22 Stunden das Auto in Führung zu sein. Und ich glaube, dort hat man gesehen, wie wir bereits als junges Team in der Lage waren, zu kämpfen. Ich glaube, das zeigt auch den Kampfgeist, den wir bei Porsche haben und haben uns, glaube ich, viel Spirit auch geholt dann für die Zukunft. Saisonhälfte in 2014 war einfach dominiert von der Vorbereitung hier. Dann war einfach Wochen frei waren. Wir haben neue Testfahrten. Die Testfahrten haben ganz eine neue Qualität gekriegt. Insgesamt waren das dann 3 Testfahrten bis zu Austin hin. Und Austin hat man einfach gemerkt, das war auf einem anderen Level. Trotz, dass das Fahrzeug, also die Platzierung nichts Besonderes war. Und unser Auftritt irgendwo enttäuschend war. Aber man muss auch sagen, mit Austin begann dann eigentlich sukzessive die Besserung. Von Rennen zu Rennen besser und dann ging es Richtung Sao Paulo. Erste Rennen, wo man wirklich sagen kann, wir haben das Rennwochenende dominiert, was die Performance anging. Wir konnten sehen, dass wir
dort sehr, sehr konkurrenzfähig waren. Sao Paulo, die Strecke ist uns entgegengekommen, hat sehr viel Grip. Aber natürlich, wir hatten ja auch in den Rennen vorher schon Probleme, sprich in Austin. Da ist man dann halt nie irgendwo entspannt, sondern ging es durchs Rennen. Und im Prinzip hat sich die Performance bestätigt, die wir auch schon im Qualifying schon gezeigt haben. Und Schock. Erstmal Unsicherheit, okay, was ist da jetzt passiert und wie geht's ihm? Ganz ehrlich, die erste Reaktion, wie ich die ersten Bilder gesehen habe, live in Sao Paulo, war für mich so, man stellt sich irgendwo die Sinnfrage, ist es wert, dass man das Leben eines Fahrers riskiert, nur damit man schnell im Kreis fährt? Gleichzeitig ist es bei mir zumindest so, ich gehe da in eine Art Schutzmechanismus und schalte eigentlich direkt um auf einen Modus, wo ich auf den Funk gehe, das Team erinnere, scharf zu bleiben. Wir können im Moment nichts machen an der Situation draußen an der Strecke, aber wir müssen gleichzeitig einfach wach bleiben, weil es könnte ja genauso passieren, dass wir 10 Sekunden später einen Pitstop mit dem zweiten Auto haben. Der Einschlag war 100G. 100G? Ja, 100G lateraler Einschlag. Das ist sehr, sehr viel. Ich habe Marc 2 Tage später im Hotel getroffen, kein Kratzer. Ja. Das ist doch eigentlich eine höhere Auszeichnung, kann man doch jetzt in puncto Sicherheit als Ingenieur nicht bekommen, oder? Das stimmt, das war extrem positiv. Also, und da kann man sich auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr positiv von der FIA honoriert worden. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass unser Monocoque in gewisser Weise als Referenz gesehen wird, was die Sicherheit angeht. War das dann wichtig, dass wir 2014 Sao Paulo gewonnen haben für uns, um mit diesem Selbstbewusstsein in die Winterpause zu gehen für die Entwicklung? Ja, ich glaube, der Sieg in Sao Paulo war enorm wichtig. Einmal war es eine Bestätigung für unsere Konzepte, dass wir technisch richtig unterwegs sind. Es war für jeden Ingenieur eine Bestätigung, wir können es, weil wir wirklich das letzte Rennen aus eigener Kraft und mit der Motivation aus dem Sao Paulo-Sieg sind wir dann am 15. Dezember ins Rollout gegangen. Vom neuen Fahrzeug, vom 215er Fahrzeug, hatten richtig gute Tests und das war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg dann letztlich in Le Mans. Die Saison haben wir also ziemlich erfolgreich beendet, sind dann wieder nach Paul Ricard gegangen, haben die neuen Fahrzeuge vorgestellt in 3 Farben. Wie ich das erste Mal die Bilder gesehen habe von den Fahrzeugen mit den 3 unterschiedlichen Farben, also dieses Weiß, dieses Rot und Schwarz, ich war hellauf begeistert. Es ist logistisch einfach eine zusätzliche Herausforderung, in Le Mans die entsprechende Anzahl der Ersatzteile vorzubereiten. Im schlimmsten Fall hätte es natürlich passieren können, dass wir am Schluss ein Auto auf der Strecke bewegen, welches zum Beispiel eine weiße Nase hat, einen schwarzen Heckflügel und ein rotes Mittelteil. Schon sagen, dass man einfach in die Saison 2015 die Erwartungshaltung deutlich höher war. Man wusste eigentlich von den guten Tests, wir wussten, das Auto ist schnell und von dem her war Silverstone ein ganz anderer Einstieg, einfach in unsere zweite Saison mit entsprechenden Erwartungen. Erfreulich war natürlich zum Sehen, dass Marc ab dem ersten Rennen in Silverstone bei alter Stärke war. Leider hat man dann aber auf seinem Fahrzeug einen Ausfall mit dem Getriebeschaden, sodass sie nicht den verdienten Lohn für die harte Arbeit über den Winter zumindest an diesem Fahrzeug einfahren konnten. Dann sind wir nach Spa gegangen, wo
klar war, dass die Strecke unserem Abtriebsniveau entgegenkommen sollte. Und dort hatten wir auch ganz klar das schnellere Auto. Das hat die Qualifying-Pace gezeigt. Nur wir konnten es ganz klar im Rennen nicht umsetzen. Wir hatten technische Probleme, wir hatten operative Probleme. Wir haben einfach nicht effizient das Rennen abgewickelt. Und aus dem Grund haben wir nicht gewonnen, obwohl wir dort die drei schnellsten Autos haben und das viertschnellste Auto, der Audi, hat gewonnen. Und ich war da persönlich sehr enttäuscht. Hab das aber auch als Wake-up-Call gesehen und hab das auch, sagen wir, so in die Mannschaft relativ klar und ungefiltert reingetragen, ja, dass wir uns da wirklich nicht mit rumbekleckert haben in diesem Rennen. Hab gesagt, jetzt müssen wir uns echt nochmal zusammenreißen. Le Mans 2014 war ein Test, war eine Generalprobe. Wir sind dort hingereist und es war unrealistisch, einen Sieg zu erwarten. In 2015 bin ich nach Le Mans gereist mit einem einzigen Ziel. Wir müssen dort gewinnen. Alles andere als ein Sieg wäre eine riesen Enttäuschung gewesen. Und ich weiß auch, dass in meiner Position, ich wäre in gewisser Weise immer irgendwo als Hauptverantwortlicher auch für einen Misserfolg gesehen worden. Wir haben uns getraut, den Markenkern von Porsche Intelligent Performance ins Auto zu kleben. Aus deiner Sicht drückt er das zurecht? Ja, das trägt auf alle Fälle zurecht, weil das Ausschlaggebende für den Erfolg von dem Auto und für die Performance ist das Gesamtkonzept. They can get so close to the cars. I mean, it's like nothing you've ever seen before. I think it will be a difficult race for sure. This place is just something special. There's nothing else on the planet like it. Jetzt sind wir in Le Mans mit drei Fahrzeugen an den Start gegangen. Sechs Werksfahrer haben uns das gesamte Projekt über begleitet. Wir hatten so den, ich will nicht Außenseiter nennen, aber das Rookie-Auto mit Nico Hülkenberg, Earl Bamba und Nick Tandy. Sag mal, den Youngsters der ganzen Rennstrecke und dem Formel-1-Star. Letztlich muss man sagen, wichtig war einfach zuerst einmal die Integration von dem dritten Auto. Das ist uns gut gelungen. Wichtig war die Vorbereitungszeit. Das heißt, wir hatten eine 4-30-Stunden-Test, haben dann in Spa das erste Mal das dritte Auto eingesetzt, sodass die Abläufe irgendwo schon gut funktionierten. Intensiv ist natürlich diese Phase der ersten Runden. The beginning was nice. I could take the lead. Wir haben wirklich am Stück der Konkurrenz nahezu eine Sekunde abgenommen pro Runde in der Nacht. We just made a small mistake, so we have to change the front nose. It's gonna be a long 12 hours fighting it out from the front. Long way to go,
it's about the time that that last year we were also in P2 or fighting for the lead, and we had the issue, so I hope it will not occur. We have a good run, we have good pace. Now the excitement is so high, the adrenaline is pumping. Es war so ungefähr so 30 Minuten vor Schluss. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe mich gefühlt wie ein Sechsjähriger vor der Klassenarbeit. Und die letzten 30 Minuten waren geradezu unerträglich. Ja, also ich muss sagen, wenn man die Fernsehbilder sieht, einfach von den letzten 30 Minuten oder von der letzten Stunde, dieses Mitzittern, einfach dieses Wissen, du bist so kurz vor deinem Erfolg. Ich habe gesehen, in der Box hat es auch einige Leute schon gegeben, die haben sich schon etwas früher gefreut. Audi zum Beispiel ist auch schon ein paar Minuten vor Zieldurchfahrt in unsere Box gekommen und hat uns gratuliert. Auf der einen Seite stand der Matthias Müller, auf der anderen der Dr. Wolfgang Porsche. Und einfach dieses Gefühl, du könntest jetzt wirklich diesen 17. Sieg, du weißt, du bist so knapp dran, du hörst den Funk, gibt es irgendwelche Probleme? No problem at all, champ. What's the gift to you? Repeat. 2 minutes left on the timer, so we need to be slower than 2 minutes to the start finish line. Pace is okay, mate. Pace is okay. It's the final lap. Final lap. Gentlemen, we are right in history, baby. Congratulations, boys. Well done. Unmittelbar nach der Zieldurchfahrt in Le Mans habe ich immer noch vor Augen, wie ich meinem Crewchief neben mir gratuliert habe zum Sieg. Und ich glaube, wer den Crewchief bei uns kennt, der weiß auch, dass der noch weniger emotional ist wie ich selber. Hand aufs Herz. Die Autos fahren über die Ziellinie. Ich hatte die Tränen in den Augen, auf jeden Fall. Und ich habe selten so viele Männer weinen sehen, selber geweint. Also meine Tränen, glaube ich, waren schon früher. Also ich glaube, in den letzten Minuten war ich da schon außer Kontrolle. Aber ich muss sagen, ich schäme mich dafür keine einzelne Träne, weil das ist Emotionen pur. Deshalb macht man das mit so großen Emotionen oder voller Leidenschaft. Also jeder ordnet sein Leben unter, um genau diesen Erfolg zu haben. Und ich habe zum ersten Mal bei ihm in den Augen auch gesehen, wie er sich so richtig gefreut hat über das, was wir dort in Le Mans erreicht haben. Und das hat mir persönlich sehr, sehr viel gegeben, zu sehen, wie diese Jungs, die Tag und Nacht 2 Jahre lang gebuckelt haben für diesen Erfolg, wie die sich plötzlich auch freuen können über das, was wir dort erreicht haben. Das dritte Auto gewinnt, das war absolut eine Überraschung. Also ich glaube, keiner hatte im Prinzip irgendwo dieses dritte Auto auf der Rechnung für einen Sieg. Von daher große Überraschung, aber auch irgendwo sehr, sehr schön. Also ich gönn's den dreien wirklich extrem. Es baut sich über diese ganze Le Mans-Rennwoche und natürlich dann auch über das Rennen also, extreme Anspannung auf im Körper. Man steht so unter Strom, dass es bei mir wirklich mehr als einen Tag gedauert hat, bis mir wirklich zum ersten Mal so richtig freuen habe können und loslassen habe können. Ich habe das Glück gehabt, dass ich im Jahr zuvor beim letzten Rennen in Sao Paulo schon am Podest sein konnte. Aber Le Mans ist natürlich die absolute Steigerung. Wenn man dann runter sieht und man sieht 150.000 Leute, einfach diese Emotionen mit den Fahrern oben sein. Wenn man unten das Team sieht, das jetzt in den letzten 3,5 Jahren ausschließlich für diesen Erfolg kämpft hat, besondere Momente und ich glaube, jeder kann sich glücklich schätzen, wenn er sowas jemals erleben darf. We're
pretty place. Für mich das Wichtigste nach der Siegerehrung war einfach in die Box und wirklich die Möglichkeit haben, jeden, aber wirklich jeden einmal zu drücken. Das waren einfach Gefühle und danach waren wir in unserer Hospitality, dann war ja Gäste da, also von dem her hat das irgendwo einen Lauf genommen. Ich kann mich nur erinnern, dass ich dann um Mitternacht irgendwann im Hotel war und dann einfach auch nicht schlafen konnte, sondern einfach irgendwo zur Decken gestartet habe und einfach nur die letzten Momente einfach nochmal genossen habe. Also am nächsten Tag war mir dann schon gedacht, das war jetzt schon ein riesen Meilenstein, auch jetzt für mich persönlich in meinem Leben. Also ich habe da auch jetzt sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt in das Projekt und auch diese Anspannung über relativ lange Zeit. Sehr hart darauf hingearbeitet und ich wollte es wirklich einfach jetzt auch für, so als Live-Statement für mich erreichen. Wir sind eine Familie, ein Motorsportteam ist eine Familie. Wir verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander. Wir alle lieben diesen Motorsport. Warum lieben wir diesen Motorsport? Weil wir, glaube ich, es gibt kein anderes Business, wo man so geballt so viele Emotionen erleben kann, so viele Highlights, aber auch so viele Enttäuschungen erfahren kann, wo man so viel Adrenalin spüren kann. Für Porsche in Le Mans antreten zu können und diesen sensationellen Doppelsieg einfahren zu können, ist etwas Einzigartiges, ist das absolute Highlight für mich persönlich und ich glaube auch für viele, viele, die mit dabei waren im Team in Le Mans. You have to wait the 24 hours before you then may be happy or sad. This time we were happy. Der Sieg in Le Mans, der hat sicherlich der ganzen Firma einen extremen Auftrieb gegeben. Auch irgendwo das Zusammengehörigkeitsgefühl zu verbessern. Der Marke natürlich auch wieder einen sehr starken Schub gegeben. Aber prinzipiell die Akzeptanz des Motorsportprojekts innerhalb der Firma ist extrem gewachsen dadurch. Ja, wichtig war, glaube ich, die Bodenständigkeit, die bleibt einfach. Also so wie wir jetzt die erste Saisonhälfte angegangen sind, so war für mich klar, okay, wir müssen ein neues Ziel uns setzen für die zweite Saisonhälfte. Und die war einfach, diesen Herstellertitel, den Weltmeistertitel für Hersteller zu gewinnen. Einfach auf die Leute, die da entstanden sind. 260 derzeit, mehr als 20 Nationen fokussiert, wollen gewinnen. Und die Offenheit, die im Team ist. Und unser Ziel ist heuer noch zu gewinnen. Von dem her, glaube ich, sind wir auf richtigen Wege. Wichtig ist, dass wir immer am Boden bleiben, alle zusammen. Dass wir auch im nächsten Jahr mit der gleichen Akribie wieder in die Vorbereitung gehen. Richtung Le Mans. Wir alle wissen, man geht nicht nach Le Mans und plant dort einen Sieg. Man muss sich diesen Sieg hart erarbeiten. 17 Gesamtsiege in Le Mans, fühlt sich gut an. Ne? Ja, es ist unbeschreiblich. Am 12. Juni 2013 haben wir zum ersten Mal unser Fahrzeug bewegt und fast exakt 2 Jahre später gewinnen wir in Le Mans. Ich kann es jetzt oft noch nicht fassen, dass es uns wirklich schon im zweiten Jahr gelungen ist. Und von dem her haben uns da sicher ein Traum erfüllt. Wir haben dir zum Geburtstag eine Anzeige geschenkt. Kannst du dich an die Headline erinnern? Selbstverständlich. Mit einem weißen Blatt beginnen viele, aber nur wenige schreiben Geschichte.